Herzlich willkommen zum Designbus 2021. In den letzten Jahren saßen wir real in einem Bus und fuhren durch München zusammen mit spannenden Menschen, die über ihre Lieblingsorte sprachen und über das Denken, das dahinter steht. Dieses Jahr geht es zum ersten Mal virtuell durch München. Wir haben spannende Gesprächspartner und auch diese werden über ihre Orte berichten. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und die Fahrt, die wir jetzt online stattfinden lassen. Gemeinsam geht es mit Professor Turge Bayerle und Professor Stefan Dietz durch München. Sie ist Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg und er einer der bekanntesten deutschen Designer. Sie zeigen ihre Lieblingsorte und diskutieren über Gestaltung und die Stadtgesellschaft. Dabei geben Sie natürlich immer Einblicke in Ihre Gedanken. Aber zunächst herzlich willkommen, Stefan Dietz. Hi Oliver. Hi Turge. Hallo, mein lieber Stefan. Ja, schönen Nachmittag. Super. Die Stationen sind heute zunächst mal das Office von Stefan Dietz in der Geierstraße 20. Ein verwunschener Ort, fantastisch. Dann geht es zum historischen Südfriedhof. Schließlich zur Theresienwiese, zum BMW Vierzylinder und wir schließen die Fahrt im Münchner Norden mit der BMW-Welt. Und jetzt geht es wirklich zu den Gästen. Turge Bayerle, wer Sie nach Ihrer Profession fragt, erhält als Antwort Designexpertin. Turge Bayerle hat Möbelschreinerei gelernt, Industriedesign studiert und Ausstellungen gemacht, lange bevor sie Museumsdirektorin wurde. Die gebürtige Wienerin ging 2014 nach Dresden als Direktorin des Kunstgewerbemuseums der staatlichen Kunstsammlung auf Schloss Pillnitz. Bereits die erste Ausstellung nach ihrem Amtsantritt im Jänner 2014 machte deutlich, dass sie einiges anders machte als ihre Kollegin und das Alte radikal mit der Moderne verkoppelte. Seit Dezember 2018 ist sie Direktorin des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe. Herzlich willkommen, Turge Bayerle. Danke vielmals. Danke, lieber Oliver. Ich freue mich sehr. Stefan Dietz folgte zunächst der Familientradition und machte eine Schreinerlehre, studierte aber dann an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart Industriedesign und war Assistent bei Richard Zapper. In München arbeitete er dann für Konstantin Gritschitsch und machte 2002 sein eigenes Designstudio auf. Und der Rest ist fast schon legendär. Entwürfe für die großen Firmen der Welt und daneben fast schon eine zweite Karriere im Unterricht. Er war Professor in Karlsruhe, er war Professor in Lund, Schweden und seit 2018, seid ihr euch zumindest gedanklich wahrscheinlich noch mal näher gekommen, ist er Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien. 2008 erweiterte Stefan Dietz sein Studio. Wir fahren mal mit einer ganz kleinen Anmutung rein in die Räume, in dieses verwunschene Areal, das da unten an der Isar oder zumindest an den Nebenläufen der Isar zu sehen ist. Aber von außen denkt man, ist das München in dieser durchdesignten und durchrenovierten Stadt? Ich mache hier mal ein bisschen Licht rein, damit. Ah, sehr gut. Das sieht irre aus. Wie bist du an diesen Ort gekommen? Das ist wie vieles Zufall. Zweimal one second, please. Das waren hier so lauter so Schuppen, die zum Teil von Handwerkern benutzt worden sind und ein Künstler war hier und eine Architektin gab es hier schon. Und dann irgendwann kam der Anruf und es hieß, ich könnte da irgendwo rein. Und seither ist es jetzt Jahr für Jahr ein bisschen größer geworden. Wir haben dann immer, wenn was frei geworden ist, ist dazu gemietet und dann irgendwann mal gepachtet. Und jetzt ist es so, dass wir nach gut 15 Jahren eigentlich diese ganze kleine Insel irgendwie mehr oder weniger komplett gepachtet haben und ins Aufteilen mit, ich glaube, es sind jetzt circa 25 Leute, die in einem circa kreativ Berufen arbeiten. Wieso, liebe Turge, hast du dir einen Stefan ausgesucht? Ich kenne den Stefan schon sehr lang und ich habe seine Karriere quasi von Tag Null fast verfolgt. Ich kann mich erinnern, wie du damals mit dem Toto gemeinsam ausgestellt hast, solche Dinge. Und das verbindet einfach. Wenn man jemanden so lange kennt, dann ist das eine sehr feste Verbindung, auch wenn man sich lang nicht sieht. Und deswegen war es ganz klar für mich.
Wir haben ja ein ziemlich straffes Programm vor uns. Also jetzt hast du schon eine Eingangserklärung gebracht, lieber Stefan. Der Südfriedhof, das war der Weg, den du eben täglich genommen hast. Das war ja ein ehemaliger Pestfriedhof und im 18. Jahrhundert auch eine Begräbnisstätte ziemlich vieler berühmter Münchnerinnen und Münchner. Das ist ja natürlich schon ein ganz besonderer Ort. Ist ein Ort, den nicht so viele Leute kennen und der sehr speziell ist. Es ist also ganz ähnlich wie der zweite Ort, den ich gewählt habe, ein Vakuum in der Stadt. Es ist ein Luxus. Also es ist ein Luxus mitten im Glockenbachviertel, mit bei dem Verwertungsdruck in München einfach Geschichte zu lassen. Wie wichtig ist denn Gestaltung für das Leben, um mal so eine ganz große Frage in den Raum zu werfen? Wenn ich sozusagen eine unserer ganz wichtigen Aufgaben als Museum für Gestaltung sehe, dann idealerweise meinen BesucherInnen oder auch, wie ich sie nenne, kritischen FreundInnen Angebote zu machen, also sozusagen Werkzeuge in die Hand zu geben, über die Gestaltung der Welt mit nachdenken zu können und sich einmischen zu können. Also nicht nur ein passiver Konsument zu sein, sondern aktiv mitdiskutieren zu können. Weil Gestaltung kann ja vieles heißen. Es kann ein Grabstein sein, es kann ein guter Stuhl sein, es können aber auch Zusammenhänge sein, es können Abläufe sein, es können, und daher hat sich ja auch der Designbegriff so stark verändert. Ja, das ist eben... Industriedesign hat nach wie vor eine ganz große Bedeutung, aber wir reden eben auch über Social Design oder Service Design. Wir reden eben auch darüber, wie wir unser Miteinander gestalten wollen und das hat Auswirkungen auf unser Sein. In dem ganzen Feld Design gibt es ja sehr viel auch Banales und sehr viel Belangloses und da kann ein Museum irgendwie mal kurz ein Licht drauf werfen und polarisieren und vielleicht auch einfach nur erklären, warum man jetzt zum Beispiel der Meinung ist, dass das gutes Design ist und das hier nicht. Das ist auf jeden Fall ein geschützter Ort, ein Museum und ich glaube, das ist ganz wichtig und es könnte zum Beispiel auch dazu beitragen, dass Design, Architektur und Grafik vielleicht an den Schulen auch ein bisschen früher irgendwie Einzug hält. Also ich kann es jetzt in Bayern nur sagen, ich bin recht erstaunt, wie wenig meine Kinder beispielsweise, die in eine ganz normale Schule gehen, eigentlich über Kunst und Kultur mitbekommen. Ich habe mit der Angelika Noller auch schon mal vor 2 Jahren darüber diskutiert, was auch vielleicht wir dazu beitragen können, also so als Designer, ob wir nicht mal irgendwie einen Tag der offenen Tür machen sollten und einfach mal ein paar anstelle jetzt einfach nur mit in dieser Blase zu reden, einfach mal Leute hier einladen und vielleicht irgendwie mal die Werkstatt aufmachen und sagen, 2 Tage, macht mal was. Und das geht aber echt ans Eingemachte, weil die Schulprogramme, sozusagen das, was die lehren müssen, das überhaupt nicht berücksichtigt. Du musst sozusagen wirklich an die Schulbehörde ran. Ja? Und es ist auch aus Erfahrung jetzt wirklich jetzt im 8. Jahr Museumsdirektorin, die Erfahrung, du hast also die Schule selber, das Schulprogramm oder das Lehrprogramm der Schule, das ist wirklich ein echt dickes Brett. Und dann hast du immer die gleichen engagierten LehrerInnen, die das dann doch tun. Mhm. Die sind natürlich selten zum Beispiel auch an den Orten zu finden, wo natürlich auch die Gesamtlehrerfahrung eine herausfordernde ist, weil du stark migrantische Mischungen hast und einen geringen Deutsch, also sozusagen Deutsch als Erstsprache kaum vertreten ist. Und das ist echt schade. Ja? Das ist wirklich schade und wäre ein wahnsinnig wichtiges Thema. Definitiv. Ne? Ich meine, wenn man sich überlegt, internationales Design als verbindende Sprache, eine andere Sprache, die jeder versteht, ist natürlich auch das Feiern und das Zusammensein. Und welcher Ort kann das so gut verkörpern in München und darüber hinaus wie das Oktoberfest und die Wiesen, die jetzt auch unser nächster Standort wird, über den wir reden werden. Also die Theresienwiese ist mit ihren 42 Hektar der Festplatz von München. War das jetzt gesetzt, dieser Ort, lieber Stefan, dass dieser Ort auch kommen musste? Naja, der Ort ist natürlich schön, weil er so viele Klischees von München irgendwie bedient. Und das vor allem 2 Wochen lang. Und ansonsten ist es halt einfach ein leerer Ort mitten in der Stadt. Und unglaublich schön, ganz ähnlich ruhig. Und wir haben es vorhin an deinen Bildern gesehen. Mir ist eigentlich kein zweiter Ort bekannt, wo man mitten in der Stadt so eine Aussicht auf die Stadt hat, also quasi aber von dem, also nicht von einem Turm aus, sondern von einer Ebene.
Ganz interessant, dass du zwei Orte gewählt hast, wo du beide mal sagst, es ist ein unglaublicher Luxus, dass es Leere oder sowas gibt, so eine mitten in der Stadt, ja, was natürlich bei München sicher besonders ist, aber interessant. Ja, es wird ja laufend neu verhandelt, oder? Wie viel Platz steht einem zu? Und ich meine, das ist ja, also wenn die Mieten in München so steigen, dann liegt es halt daran, dass sehr viele Leute herkommen wollen. Da ist ja auch die Frage, will man diesem Druck überhaupt nachgeben? Das kann man ja alles diskutieren. Ist ja nicht gesetzt. Also es gibt auch andere schöne Orte, wo man sein kann. Ist unser Design, Tolga, noch zu sehr eurozentrisch und sollten wir einen neuen Blick auf die Welt werfen, um mal zu verstehen, was Gestaltung bedeutet? Grundsätzlich ja. Also ich glaube, es schadet uns nicht, diesen sehr eurozentristischen Blick sozusagen zu weiten und zu verstehen, wie das woanders gesehen wird. Aber ich tue mir gerade wahnsinnig schwer, zum Beispiel mit der aktuellen überhitzten, also für mich auch überhitzten Diskussion, die man so allgemein Cancel Culture oder was weiß ich bezeichnet. Ich finde, wir müssen aufpassen, jetzt so zu tun, als wüssten wir über alles genau Bescheid und müssen da bescheiden bleiben und uns auch eingestehen, dass wir nun mal auch in diesem Teil der Welt leben. Ja, also ich denke, wir sind in Europa ja irgendwie eine ganz interessante Plattform gerade. Wir sind ja sehr, also einerseits haben wir gemeinsame Wurzeln und es gibt einen gemeinsamen Nenner, aber wir sind auch sehr unterschiedlich nach wie vor. Und gerade wenn man in den Balkan anschaut und in Südeuropa, Nordeuropa, also ich wünsche mir, dass wir Europa als jetzt wirklich Case Study benutzen, um an einem Regelwerk zu arbeiten, nachdem wir in Zukunft vielleicht global arbeiten wollen. Weil ich glaube, dieses Thema Solidarität ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung, die jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Design zu tun. Ja, also was ich damit meine, ist, dass also solidarisches Konsumieren kann man eben schon gestalten. Also das hat sich durch die Industrialisierung und durch einfach auch durch eine Faszination durch den Konsum irgendwie so ergeben, dass man die letzten 2-3 Generationen unglaublich viel Rohstoffe verbraucht hat. Und das ist natürlich nicht solidarisch, weil man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Garten mit einem Gärtner und einem Riesensack Dünger und irgendjemand kommt auf die Idee, lass uns mal den Düngersack anmachen, aufreißen und mal schauen, was da passiert. Das macht natürlich die erste Zeit unglaublich viel Spaß. Und irgendwann merkt man, dass der Sack irgendwie leerer wird. Und man weiß natürlich als Gärtner, was passiert, wenn der abrupt leer ist, dann gehen alle Pflanzen ein, weil die dann sozusagen nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was man sich, was es veranschaulicht, in welcher Situation wir gerade sind. Wir erkennen, dass wir irgendwo, wir erkennen seit 40 Jahren ungefähr mindestens, würde ich sagen, dass das irgendwo endlich ist. Und wir sind jetzt aber in einer Zeit, wo technologisch irgendwie ein Schritt passiert ist, der eine Lösung möglich macht, ohne einen kompletten Konsumverzicht irgendwie nach sich zu ziehen. Und ich glaube, das hat dann sehr, sehr viel mit Design zu tun, weil ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo sich Design weg von dem reinen Formalen hin zu einem sehr viel konzeptionelleren wieder bewegen kann. Ich glaube, dass diese klassischen Autorendesigners sind, ich würde mal sagen, nicht die Idole sind der jungen Generation. Ich glaube nicht, dass die irgendwas vormachen, was sehr erstrebenswert ist. Ich glaube auch, dass so ein bisschen dass sogar echt belächelt wird zum Teil, was das eigentlich für eine Geschachtelhuberei ist, sich wegen einer Form so aufzuregen. Das ist ja auch dann, also was geht's da gerade? Es ist ja nicht Kunst, es ist ja wirklich zum Gebrauchen und es ist halt einfach so, wenn man die letzten Jahre so um sich herumschaut, dann glaube ich, gibt es wichtigere Dinge, als sich über rein formale Aspekte von irgendeinem Gebrauchsgegenstand zu unterhalten. Da glaube ich, kann man heute mehr machen. Und ich glaube, das ist so der Ansatz. Und wir haben jetzt natürlich sehr viele Fässer aufgemacht, also nicht wir, sondern instant aufgemacht worden, also von Black Lives Matters, Gleichberechtigung, alles Dinge, die noch vorne und hinten nicht funktionieren und die man noch viel besser machen kann. Und das scheint viel dringender zu sein, als jetzt Formstudien zu machen. Und ich finde das, also
ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, die neue Generation tatsächlich schaffen könnte, eine eigene Haltung zu entwickeln, die sich sehr von der meiner Generation und davor unterscheiden wird. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde das auch wirklich total spannend, dass da sozusagen eine Co-Autorenschaft oder als Kollektiv zu arbeiten, dass es da oft um größere Zusammenhänge geht oder Open Source zu arbeiten, als so, wie es bisher gedacht war. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, wo man genau eine Veränderung von solchen wahrscheinlich Produktions- oder Distributionsprinzipien denken könnte. Und die denken das auch. Du hast ja in das Programm eingebracht einen Blick, sag ich mal, doppelt aus Österreich. Ich verrate jetzt schon mal unsere nächsten beiden Stationen. Wir ziehen weiter zum BMW Vierzylinder, 101 Meter hoch, eröffnet zu den Olympischen Spielen und eigentlich im Jahr darauf erst fertiggestellt, also 73. Also der Architekt, ein Österreicher, Karl Schwanzer, 1918 bis 75, ist einer der großen Architekten. Und hast du da mit Blick auf Österreich das ausgewählt? Oder was? Ja, Schwanzer ist ein Architekt. Das hat mich in meiner sozusagen Studienzeit, aber auch später total fasziniert, dass obwohl Österreich so viel wichtige Gestalter, also nicht nur verloren hat, sondern ehrlich gesagt umgebracht hat, weil ich meine, man kann ja sozusagen die Lüge, mit der ich aufgewachsen bin, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war, das war dann irgendwann einmal auch vorbei. Und daher können wir uns wirklich von der Schuld nicht befreien, aber es sind ja eben so wahnsinnig viel wichtige Gestalter vertrieben worden oder eben in KZs umgebracht worden. Aber Karl Schwanzer war ein ganz wichtiger Architekt und wichtiger Lehrender in der Nachkriegszeit in Österreich. Und hat damit, finde ich, ganz vielen spannenden Architekten Österreichs echt den Weg bereitet. Also du hast es vorher mal erwähnt, Wolf Prix war ein ehemaliger Student von Schwanzer. Und ich finde, die Architekturszene in Österreich ist nach wie vor eine starke und eine spannende für dieses kleine Land. Also das ist echt erstaunlich, wie viele interessante Büros da herkommen. Und das ist, finde ich, ein interessantes Phänomen, dass dieses Land, obwohl es gleichzeitig so viel verloren hat, aber doch da eine Tradition bewahren konnte, die echt Anschluss hat an die Zwischenkriegszeit. Und der Kurt Schwanzer eben dazu, auch andere wichtige Professoren in Wien, auch an der Akademie der Bildenden Künste waren wichtige Professoren. Und dieser Vierzylinder ist außerdem, ich meine, es ist ein ikonisches Gebäude und ganz, ganz speziell. Aber ja, es hat sozusagen viel mit meiner Heimatstadt. Stichwort Zusammenarbeit. Würde dein Studio noch weiterlaufen, wenn du dich jetzt einige Zeit zurückziehen würdest? Ja, ich glaube, das könnte in Zukunft sogar leichter passieren, weil das ganz viel hat im Studio damit zu tun, Dinge zu verbinden. Und da gibt es einen Arm nach Wien, also zum Beispiel die Schule an der Angewandten, die arbeitet mit Themen, die mich auch persönlich interessieren, aber die irgendwie zwei Schritte weiter sind, die kann ich im Studio gar nicht bearbeiten, weil mich A, keiner beauftragen würde, beziehungsweise wir kein kommerzielles Produkt daraus machen können. Die beschäftigen sich zum Beispiel gerade mit dem Thema Spielzeug dieses Semester. Und davor haben sie sich mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt und davor mit Sharing-Aspekten und so weiter. Alles so Themen, die einfach so für ein Büro, das sich jetzt quasi im Jetzt irgendwie auch finanzieren muss, ein Stück weit zu weit weg ist. Man muss sich das Ganze wirklich wie so ein Netzwerkknoten vorstellen zwischen anderen Netzwerkknoten. Und da passt ein Autorendesigner einfach nicht mehr rein. Also ich glaube, dass wir an einer Wende stehen, an einer Wirtschaftswende, dass wir die lineare Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft umbauen werden. Bei vielen aktuellen Produkten vermisst man diesen Aspekt. Die sind zusammengesetzt aus ganz vielen einzelnen Komponenten, zum Teil unseparierbar verbunden. Und die muss man tatsächlich wegschmeißen. Es geht um ganz andere Themen. Es geht nicht mehr um irgendein Objekt, sondern unsere Beziehung zu den Dingen und zu Netzwerken, in denen wir uns bewegen und wie wir uns in Zukunft mit der Welt, mit der Umwelt und der Gemeinschaft auseinandersetzen. Diese Themen sind ja wesentlich schwerer darzustellen als hier sind die 10 schönsten Dinge des Jahres 2021. Wie kann man sowas überhaupt aufbereiten, dass Menschen Spaß haben, mit solchen komplexen Themen umzugehen? Ich glaube, es ist nicht so schwierig, im Gegenteil. Ich glaube, meine Erfahrung ist schon auch, dass Menschen nicht nur schöne Dinge präsentiert
bekommen wollen oder beziehungsweise meine Überzeugung ist auch, dass Menschen sich gerne einbringen wollen in Diskussionen und dass wir mit einem auch einen mündigen Besucher zu tun haben. Deswegen nenne ich sie auch meine kritischen Freunde. Und das heißt, dass Ausstellungen und dass auch vielleicht noch zusätzliche Formate dazukommen, die stark auch auf eine Interaktivität und einen Diskurs aufbauen. Es ist wie das gute Buch, das bleibt uns. Aber darüber hinaus wird es viele Formate geben müssen, die den Menschen einbinden und sozusagen auch sie abholen und sagen, was ist denn deine Meinung und was hast du zu beizutragen und wie siehst du das eigentlich? Und das macht ein sehr lustvolles, auch manchmal anstrengendes Miteinander. Es ist viel anstrengender und viel aufwendiger, als nur zu sagen, das sind die 10 besten Produkte des letzten Jahres, was mich tot langweilen würde, weil es würde mir einfach keinen Spaß machen. Ich will lieber wissen, warum Menschen etwas beschäftigt oder sie umgekehrt auch darauf aufmerksam machen, dass sie sich mit etwas beschäftigen sollten, weil die Zusammenhänge dahinter wichtig sind zu verstehen. Ja. Am letzten Punkt unserer heutigen Reise, die BMW-Welt genannt. Und die ist mittlerweile zur Top-1-Destination in Bayern geworden. Man muss sich sowas vorstellen. Der Entwurf wurde 2007 von Wolf D. Prix, Architekt des weltbekannten Architekturbüros Coop Himmelblau, und ein Schüler von Karl Schwanzer in die Welt gebracht, als große Event-Arena gefeiert. Und eigentlich sind das ja beide, sowohl der Vierzylinder wie die BMW-Welt, jetzt schon Dinosaurier. Ja. Ist ja eigentlich unglaublich, dass sozusagen ein Gebäude gebaut wird, das der Vierzylinder heißt, also die sozusagen das Auto, vor allem den Zylinder, also sozusagen was ganz sozusagen was anderes feiert, als wir, was heute für uns wichtig ist. Und dieses Rundum-Erlebnis des Autoabholens, ja, also diese Überhöhung des Individualverkehrs. Also wenn du mir jetzt erzählst, dass das Anziehungspunkt Nummer 1 in Bayern ist, dann ist es echt faszinierend, weil wir doch jetzt schon eine ganze Weile von Sharing-Kultur reden und nicht des Besitzens des eigenen Autos, sondern des Teilens. Stefan, du hast das Fliegen erwähnt. Wie oft warst du denn zumindest vor Corona on the road unterwegs, egal mit welchen Verkehrsmitteln? Und dann noch vielleicht die Frage, welche nutzt du denn? Also ohne Fliegen ging es nicht, muss man sagen. Aber ansonsten habe ich kein Auto, seit 8 Jahren oder 9 Jahren keins mehr. Und in der Stadt gibt es ein Fahrrad. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Tulga. Dir einen richtig guten Flugzeug nach Hamburg. Vielen Dank, Stefan. Danke für eure Zeit und kann ich nur sagen, herzlich willkommen im Designbus 2022, wenn es dann wieder real wird. Euch erstmal vielen, vielen Dank und eine gute Zeit. Und gleich geht's weiter mit Mirko Borsche und Angelika Nollert. Bis gleich, eine kurze Pause. Tschüss. Ciao.